meine Lieben, heute ist ganz schön stürmisch draußen. Hey. Heute ist Mittwoch und ich war bei Lidl. Und da fangen wir doch gleich mal an. Zweimal so einen ungarischen Wurstsalat habe ich mitgenommen. Dann so Rindswürst. Kann man ja im Wasser schön warm machen, Brötchen dazu und vielleicht den Wurstsalat. Dann habe ich hier Fleischwurst mit Knoblauchgeschmack, einen Latte Macchiato, ein XXL Joghurtdrink. Da muss mir dann mein Mann helfen, das ist ein Kilo, das zu trinken. Dann zwei Cola, das zweite ist schon weg, und zwei Energy, da ist das zweite auch schon weg. Zwei Mozzarella, gab nur noch diese leichten. Mal gucken, die leichten habe ich als nicht so gerne, weil diese, ich finde, die sind so knatschig. Keine Ahnung. Mal gucken, vielleicht ist es mittlerweile ja ein bisschen besser. Dann habe ich hier zwei Pizzaherzen mitgenommen. Die waren günstiger. Muss ich nochmal gucken. Das ist einfach nur Tomatensauce und Mozzarella. Aber da kann man ja noch Paprika drauf machen, Zwiebeln. Dann ein bisschen Käse obendrauf noch. Dann habe ich so leichte Schinken mitgenommen. Ich nehme immer diese Schinkenwürfel, weil ich die anderen, diese fettigen da, wo das Fett dran hängt, die mag ich gar nicht. Da will ich einen Kartoffelsalat machen und Frikadellen dazu. Dann eine Leona habe ich noch mitgenommen. Okay, Tasche ist leer. Dann kam mit einmal Träubchen, Bananen, eine Mango. Da habe ich diese Bio-Mango hier genommen, weil die anderen, die hatten so schwarze Punkte drauf. Also ich weiß ja nicht, ob das irgendein Schimmel vielleicht ist. Das wollte ich jetzt nicht gerade riskieren. Sah auch nicht appetitlich aus. Dann eine Zitrone. Zweimal Kohlrabi. Die zwei hier. Zweimal Salatgurke, eine hat 49 Cent gekostet, dann Tomaten, das sind süß und aromatisch, was sind das für welche, Cherrytomaten, dann ich krieg's gar nicht raus. So, jetzt. Da habe ich zweimal ein Kilo Spaghetti mitgenommen. Wir haben 1,69 €, 1,39 €. So irgendwie die Gegend. Das war auf jeden Fall günstiger wie 79 Cent für ein 500 Gramm Paket. So. Dann habe ich noch so einen Meerkornschnitzel wieder mitgenommen. Dann eins. Zweimal diese XXL Energy.
Den habe ich an der Kasse entdeckt vorne. Da hatte ich die anderen zwei Kleinen schon im Wagen, deswegen. Dann eine Delikatessbrühe. Dann einen Radler mit Blutorangengeschmack. Und einen Radler mit Apfelgeschmack. Die testen wir mal aus. Dann habe ich noch einmal beste Mama mitgenommen für meine Mama. Dann ein Badeherz auch für meine Mama. Das ist für dich, steht da drauf mit Rosenduft. Ja, wie hier. Und dann kam noch ein 6er-Pack mit von diesem Energy-Drink. 1,5 Liter Flaschen und 8 Toilettenpapier. Das ist so ein XXL-Pack gewesen für 5,99 mit Sommerduft. Jawohl, dann hätten wir schon wieder alles. Muss mal gucken. Wenn ich es noch hinbekomme, hänge ich euch noch den Rossmann oder den Teddy oder beides hinten dran. Okay, bis dann. So, wie versprochen geht es jetzt mit Rossmann weiter. Ist ziemlich was für die Katzen mitgekommen. Da hätte ich einmal dieses Paket mit dem Nassfutter und ein zweites Paket andere Geschmackssorten. Dann 3 mal diese Sticks. Das sind das Würstchen. Das hier ist jetzt mit Seelachs und Scholle. Geflügel, Leber und Katzengras. Und das ist mit Hähnchen und Ente. Dann nochmal so Mini-Würstchen mit verschiedenen Geschmackssorten. Dann von diesen Leckerlis habe ich auch einmal Geflügel und Käse. Einmal Ente, Huhn und Truthahn. Und einmal mit Lachs in cremiger Füllung. Also da ist noch mal Mini-Fischli mit Lachs. So, dann 5 Stück, jawohl. Habe ich 5 mal auch Nassfutter mitgenommen in dem Schälchen. Das ist einmal mit Edelfisch, mit Wild, mit Weißfisch, mit Lachs. Und mit Lachs in Kräutersoße. Das Einzige, was ich wieder vergessen habe, war natürlich das Katzenstreu. Aber ich brauche nicht mehr so viel, weil sie ja wirklich den ganzen Tag draußen sind. Also manchmal ist das Klo unbenutzt. Sie sind ja nur nachts drin. Und ich hole sie sehr spät rein, also ist als mal 11, bis sie rein dürfen, oder 12. Und ja, da kriegen sie nochmal ihren Abendsnack, Nachtsnack. Und dann schlafen sie, ja. Da ist manchmal das Klo echt unbenutzt, bis die da morgens wieder raus dürfen. So, dann habe ich hier... Sachen, ja, also einmal Nivea für Men, das ist das Sensitive Cool, das ist Balsam für empfindliche Haut, beruhigt sofort und kühlt. Und das ist von Larif, das ist eine Eau de Parfum, das riecht sehr gut, habe ich dort probiert.
Dann habe ich mir noch eine Q10 Nachtcreme mitgenommen von Isana. Dann diese Tuchmaske Shine, das ist mit Ananas, Ananasextrakt und Provitamin B5. Intensive Feuchtigkeit und Glow-Effekt. Die war auf 80 Cent reduziert. Und zu guter Letzt noch einmal eine Haarfarbe. Wieder in dunkelbraun. Da habe ich mir jetzt mal die Brillance mitgenommen. Ich glaube, ich hatte sie schon mal. Ja, die kam wieder mit. Da habe ich dann insgesamt 33,25 Euro gehabt. Dann hatte ich fürs Nivea ein Coupon in der App für minus 1,50 Euro. Und dann nochmal den 10% auf alles Coupon. War auch nochmal 3,18 Euro. Also insgesamt mit den Coupons 4,68 Euro gespart. Und dann habe ich noch 28,57 Euro bezahlt. Ja, da hätten wir das. Und habt ihr noch Bock auf Teddy? Teddy ist auch nicht so viel. Da kam mit einmal die Love Mini Chocolates. Fand ich so süß. Dann eine Badekugel, fand ich auch so schön schlicht, nicht immer so bunt und Glitzer und überhaupt, einfach mal eine schlichte Badekugel, fand ich einfach hübsch in diesem Grau. Dann habe ich mir mal so Verschlussklammern hier mitgenommen, so für die Chipstüte oder manchmal habe ich auch, manchmal eigentlich oft, habe ich auch mal Nudeln übrig. Da kann man ja auch, ich habe immer diese anderen Clips da, die jeder hat, ne, zum Zumachen. Aber manchmal ist das Kunststoff doch, das Plastik ist sehr dick und dann geht es ein bisschen schwieriger. Und da finde ich dann diese Klammern da nicht schlecht. Mal ausprobieren. Dann kam mit Dina noch wieder ihr leckerchen Topf auffüllen mit diesen Kleinigkeiten hier und die hier und auch kleiner. Das ist so zur Belohnung, wenn sie dann brav war und hat die Katzen in Ruhe gelassen. Das ist ja immer bei ihr so, sie akzeptiert ja nichts. Sie akzeptiert keine Katzen, andere, keine Hunde, keine Vögel, nix. So, dann habe ich noch mitgenommen ein Teelichtglas. Fand ich total niedlich, so ein kleines. So, das kann ich leider nicht zeigen, aber das. Eine einfache Seifenschale. Und für Dina, die spielt ab und zu mal gerne. Nicht immer. Also da muss sie richtig Bock drauf haben. Das habe ich mal überlegt. Das Ding hier ist hohl. Ob ich da vielleicht ein Leckerchen reinmache oder so. Ich weiß noch nicht. Muss mal gucken. So. So, ich habe jetzt noch drei Sachen, die ich leider nicht zeigen kann. Die sind für jemanden, der guckt das wahrscheinlich auch. Also insgesamt wären das dann 18,25 Euro beim Teddy. Ja, das war's dann jetzt. Wundert euch nicht, ich sehe aus wie so ein gerupftes Huhn. Bei uns ist ein Sturm. Ich weiß nicht, ob das überall so ist. Also, wir haben so riesen Tannenbäume ganz hinten.
die biegen sich ziemlich arg. Mein Mann war kurz auf dem Gerüst. Das hat er mal ganz schnell sein lassen, weil es den Ball runtergehauen hätte. Also, heute ist kein guter Tag für solche Aktionen. Ja, Auto war ich trotzdem waschen heute Morgen. Ach, bin ich so froh. Endlich. Es kann der nächste Sahara-Sand oder der Raps oder was auch immer kommen. Jetzt ist mein Auto mal wieder sauber für kurze Zeit. Naja, gut. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, Tag, wie auch immer. Genießt den Tag, bleibt gesund und bis bald.